Okay, wir haben noch ein bisschen was an Schrott gesammelt, wie ich gerade gesehen habe. Ja. Ich habe jetzt gerade mal das Fenster aufgemacht, weil es ist übertrieben warm hier drin. Es ist richtig, richtig warm. Deswegen, wenn es draußen Krach gibt, dann tut's mir leid. Okay, den Schrott bekommen. Komm, halten wir mal. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir haben jede Menge Waffen-Upgrades. Psychopo, nein. Hier Waffen-Upgrades. Wie kann ich schon mal benutzen? Chipsätze haben wir schon. Neuromods? Nein. Status? Nein. Daten? Pläne? Ah. Ach ja, stimmt. Den können wir hier benutzen, soweit ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, genau. Stellen wir erstmal das Ding her. Das Ding braucht weniger Schrott als alles andere. Cool. Wir können es gleiten. Das gefällt mir sehr gut. Für wahr, denn jeder, der euch herausfordert, wird ein schneller Tod erleiden, wenn die Jägerin ihre Flexi vom Bolzen mit sicherer Hand verschießt. Keine Fabrikation während der Arbeitsschichten. Mal ausprobieren. Habe ich auch Munition dafür. Toll. Das hat sich super gelohnt. Zack, einmal da. Wieder recyceln. Das hat sich ja super gelohnt. Okay. Ah, wir müssen darüber auf die Plattform. Alles klar. Aber erstmal, wir haben ja noch was zum Lesen, ne? Wirksamkeit der Bolzen. Keine Sorge, ist die Katze aus dem Haus? Ich habe schon ein paar Ideen. Ich arbeite was aus und schicke es dir und Mary. Cliff. Entschuldigung, falsche Taste. Ich komme. Erscheinen, Junge. Erscheinen. Erscheinen. Der hat Luft verballert, okay. Von Franklin Good an Cliff Lawrence. Hey Cliff, tut mir leid wegen der ganzen Bolzen in der Werkstatt. Das ist wirklich der einzige Ort, an dem ich die neue Waffe ausprobieren kann. Ich glaube, die wird ganz nett. Brauchst du noch Hilfe? Mary ist schon dabei. Psychotronik-Satellit. Hallo Franklin, der Satellit der aktuell in der Werkstatt in Reparatur liegt, soll stillgelegt werden. Dr. Kelstrup hat uns allerdings gebeten, alle Elemente des Psychotronik-Transitors Transistors zu entfernen und im neuen Satelliten zu installieren. Warte mal ganz kurz. Fragen Sie mich, wofür die gut sind. Ich weiß es nicht. Erledigen Sie nur so schnell wie möglich. Dr. Thorstein. Immer diese scheiß aufmerksamkeitsgeilen Polizisten. Oder Krankenwagen, was auch immer. Auszug aus Informationsmaterial für neue Twenster-Mitarbeiter. Abschnitt 11.2.53 Twenster-Uniform. Ihre Twenster-Uniform wurde entworfen, um Ihnen Sicherheit, einen bequemen Sitz und ein einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Uniform muss an Bord der Station stets getragen werden. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um Ihnen auf der Talios 1 ein komfortables und sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, allerdings besteht immer die Möglichkeit eines Unfalls oder einer Gefahrensituation. Die Zugehörigkeit zu den Abteilungen erkennen Sie am Stil und der Farbe der Uniform. Braun und Schwarz, Leitung und Verwaltung. Grün und Weiß, Wissenschaft und Technologie. Orange, Technik und Wartung. Blau und Schwarz, Sicherheit. Welchen haben wir eigentlich? Wir können auch gar nicht blocken. Ich weiß nicht, welche. Erscheinen, Junge. Ja, boah, Junge. Ich weiß gar nicht, welche Farbe wir haben. Achso, das haben wir ja schon gelesen. Und die zwei E-Mails. Achtung, Strahlung. Mary, wie du vielleicht schon bemerkt hast, gibt es ein Problem mit einem der Tanks in der Nähe des Lagerschranks, das zum Austreten von Strahlung führt. Halte dich bitte davon fern und sag es weiter, bis ich die benötigten Dinge erhalten habe, um es in Ordnung zu bringen. Wending. Assassin's Leech? Klingt wie ein geiles neues Spiel. Hey Mary, hier ist Gary Snow. Ich arbeite im Besatzungsdienstbereich. Ich habe ein Gerücht über eine neue Pfeilpistole gehört, die sie sich ausgedacht haben. Es ging auch um ein Assassin-Spiel im Arboretum. Arboretum, was auch immer, und in den Besatzungsquartieren. Ich wäre gern dabei. Danke, Gary. Alles klar. Okay, wir gehen jetzt mal hier runter. Hier unten war bestimmt auch noch was zum Lesen. Das ist Reparatur. Ach stimmt, wir haben noch Neuromods, ne? Ja, Neuromods.
M5. Ganz ehrlich, ich würde sagen, dass wir Reparaturen nehmen. Oder für das hier? Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades, um Sicherheitswaffen über Modifikationsstufe 1 zu verbessern. Was auch immer das bedeutet. Hebelkraft. Ah. Schwierig. Anzugmodifizierung verbessert deinen Twinster-Uniform durch erweiterten Inventarplatz und erlaubt die Installation von zwei zusätzlichen Chips setzen. Komm, trinke ich mal eben. Gut, viel haben wir natürlich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht, ne? Also jetzt müssen wir 4, 8, 12, 15 Plätze haben wir gerade mal noch. Das ist nicht viel, das ist echt nicht viel. Da bin ich echt am Überlegen, ob wir vielleicht mehr Inventarplatz hier nehmen. Allerdings kostet das 4 Neuromods. Allerdings interessiert mich auch, was hier hinter ist. Da ist zum Beispiel wieder so ein Roboter. Aber die Frage ist, lohnt es sich, da hinzugehen? Beziehungsweise gibt es einen alternativen Weg, wenn wir uns später verwandeln? Da kommen wir uns vielleicht da oben durch, ich weiß es nicht. Oder da durchkullern, das würde natürlich auch gehen. Ich würde sagen, wir sparen erstmal noch ein bisschen. So, die Glukanone war auf der 4, das muss ich mir merken. So, wo tritt die Strahlung aus? Da? Ne, da hinten. Alles klar, das geht nicht so schnell. Schade. Ich dachte, ich könnte das irgendwie mit der Glukanone ein bisschen stoppen. Das müssen wir aktivieren. Plattform, hä? Müssen wir erstmal auf die Plattform da, oder was? Ich kletter erstmal hier hoch, Moment. Da. Nein, das war nicht so schlau. Jetzt kommt, geht die hoch, weißt du? Ah. Na toll, noch so ein Ding. Wir müssen da drüben hin. Okay. Also wie bereits gesagt, wenn ihr irgendwelche Geräusche hört von außerhalb, also die nicht jetzt im Spiegel hören, dann liegt es immer daran, dass ihr von draußen vielleicht das Fenster aufmachen muss. Da ist es übertrieben warm hier. Ja, ich wollte eigentlich, Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Wir sollen da rüber gehen. Auf jeden Fall irgendwie mit dem Gedöns hier. Alles klar. So, was haben wir hier? EMP-Ladung. Franklin Gooder. Und looten. Der arme Frank. Voll zugedöhnt. Zero-G-Antriebssystem. Alles klar. Da oben geht's noch weiter. Was haben wir denn hier? War da irgendwas gerade, oder? War da nicht irgendwas? Ich weiß es nicht. Achso, da. Was auch immer das da ist, ich weiß es nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gerade gar nicht herausfinden. Wow. Waffen-Upgrade und Neuromod. Alles klar, wie geil. Aua. Was? Was war das denn jetzt? Warum so aggressiv, junger Mann? Warum so aggressiv? Warum gleich so aggressiv, hä? Wo ist ein anderes hingeprügelt da? Da war noch einer, glaube ich. Ja. Kann die mal da drauf bleiben? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum sollte sie auch? Warum sollte sie auch? Du blödes Mistvieh. Ach, Junge, komm jetzt her. Ich sehe nichts hier, Mann. Himmel, Herrjott. So. Problem gelöst. Schnell und schmerzlos. Okay, schnell, aber nicht schmerzlos. Okay, wo habe ich das Ding jetzt hingeballert? Biologische gefährliche Abfälle, alles klar.
noch mehr Psycho. Schlag mich tot. Wenn wir jetzt schon das ganze Psycho-Gedöns einsammeln. Wann. Wie lange dauert es dann ungefähr, bis wir unsere Sachen kriegen? Das weiß ich gar nicht. Boah. Ah, da drüben gibt es auch noch was zu holen. Aber. Lass mal gucken. Wir haben jetzt 6 Neuromods. Du hast wertvolle Organe aus Teilchenresten. Jetzt, aha. Ich bin gerade ein bisschen geizig. Ich bin gerade echt ein little bit geizig. Weil, naja. Ich brauche die Sachen jetzt gerade nicht, deswegen. Alles klar. Ah, okay, hier war's, okay. Wir müssten jetzt eigentlich alles haben hier, denke ich mal, oder? Ich gucke mich nochmal ein kleines bisschen hier um. Ich will nichts übersehen. Genau, einfach mal hier oben drauf rumtanzen. Das ist natürlich super. Bam. Okay, hier war sonst nichts, oder? Oder war hier noch irgendwas? Ich guck mal kurz auf die Karte. Also, ob die Karte einem anzeigt, was hier noch alles ist. Wir haben noch ein bisschen Schrott dabei. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Ah, nicht gerade viel. Na, das ist ein bisschen blöd. Ich bringe mal die Sachen eben weg hier. Und dann geht's auch direkt weiter. Keine Sorge. So, zack. Looten. Lass die anderen bluten. Wir haben auch alle Mails gelesen, soweit ich weiß, oder? Ich guck nochmal. Hier wird auch irgendwas mit dem Kran noch bewegen. Stimmt, wir können auch noch laufen. Okay. Ist da vielleicht was Bestimmtes drin? Nee. Da hat die Maus gerade mal voll verzogen. Vielleicht sollte man da gar nicht wirklich anders drauf kommen, sondern nur so. Kann natürlich sein. Boah, ist das warm, ey. Ui. Die Jägerin ist bereit. Achso, hier haben wir noch was zum Lesen. Alles klar, die Jägerin ist bereit. Also Leute, ich glaube, das Ding ist bereit. Ich nenne es Jägerbolzenwerfer. Cliff, mir gefällt deine Idee der kapazitiven Spitzen an den Bolzen sehr gut. Schickst du mir die technischen Daten, dann arbeite ich sie in den Fabrikatorplan der Munition ein. Mit diesen Spitzen kann man jeden getroffenen Touchscreen aktivieren. Ich habe ziemlich viel Müll für den Fabrikator gesammelt, damit wir einige davon nach der Arbeit herstellen und ausprobieren können. Falsche Taste. Fehlende Operator-Teile. Mach das. Liegt nicht in meiner Verantwortung, sondern Morgans. Cliff. Hast du dich um die Operator-Verteilungsloks und die fehlenden Teile gekümmert? Jeder Operator auf der Station muss unbedingt erfasst werden. Ich wende mich auch gleich an Alex. Daniel. Fehlfunktion des Fabrikators. Cliff, danke für die Rückmeldung. Ich übernehme von hier an. Dr. Thorstein, ich habe die Neuromod-Stempel und Gitter im Fabrikator überprüft und es war alles in Ordnung. Die Komponenten scheinen nicht defekt zu sein. Ich muss daher wohl die ganze Maschine zerlegen. Vielleicht sind ja Iqvas Daten schuld daran, dass es ständig zu Ausfällen kommt. Schwer zu glauben, Iqva arbeitet immer sehr sorgfältig. Aber wir machen alle mal Fehler. Ich arbeite weiter daran. Möglicherweise lag es auch an der Charge. Waren im letzten Zyklus nicht auch ein paar defekte Elemente dabei? Cliff Lawrence. Aufzeichnung eines Technikers. Ausdruck aus den Arbeitsaufzeichnungen des Technikers Cliff Lawrence. Eintrag 4. Vorbereitende Tests mit einer höheren Fehlerkonstante haben sich als vielversprechend erwiesen. Es ist jedoch schwierig, sie mit dem Fabrikator so hinzukriegen, dass sie steif genug, jedoch nicht brüchig werden. Eine weitere Option wäre es, Fracht von der Erde zu ergattern. Thorstins Assistent hat aber Adleraugen. Eintrag 4, Nachtrag, liebes Tagebuch von Cliff. Er versucht nur, Mary mit einer Verbesserung ihres Spielzeugwaffendesigns zu beeindrucken. Selbst wenn er intelligent genug wäre, um ihre Arbeit zu optimieren, würde sie ihn links liegen lassen. Eintrag 4, Nachtrag zum Nachtrag. Ich bin gerade dabei herauszufinden, wie ich die Reichweite erhöhen kann. Halte dich verdammt nochmal von meinen Aufzeichnungen fern, Franklin. Alles klar. Ansonsten war es das hier soweit, würde ich sagen. Was haben wir denn da oben? Sieht nach einer interessanten Waffe aus. Da komme ich so nicht drauf, wie es aussieht. Warum komme ich da nicht drauf? Ich will da drauf.
Alles klar. Okay, soweit kann ich leider nicht. Das ist okay. Das ist nicht schlimm. Da war doch gerade ein Schatten von einem Menschen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Das ist jetzt ein bisschen... Ich will wissen, was das ist. Was da ist. Da ist irgendwie ein Waffending oder sowas. Na gut. Belassen wir es dabei. Wir... Das ist das einzige Ziel, was wir haben gerade, oder? Ist es das? Ich guck mal kurz. Schlüsselkarte für die Werkstatt. Betritt der Frequenz Maschinenlabor. Das Maschinenlabor haben wir zum Beispiel noch nicht gesehen, ne? Werkstatt. Das ist, das ist das Institut im Traumazentrum nach Bellamy's Leiche. Das werden wir wahrscheinlich später erst herausfinden. Machen wir erstmal das hier. Vorsichtshalber. Luftschleusen. Die Teil des 1 verfügt über mehrere Luftschleusen, durch die man zum Außenbereich gelangt. Alles klar. Ah, okay. Das heißt, wir verlassen dann komplett erstmal das Gebiet hier. Da wollte ich gar nicht hin gerade. Wo ist... Achso, das Aufzug, okay. Wir sollten eventuell dieses Reparaturgedöns nehmen. Einfach, dass wir die Sachen reparieren können. Machen wir einfach mal, Kampffokus, komm. Nimm uns mal den Kampffokus auch ein bisschen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen was, mehr Chancen. Okay, die Frage ist jetzt... Ups, Kampffokus. Kampffokus erhöht deine allgemeine Fähigkeiten. Sobald er aktiviert wurde, verlangsamt sich die Zeit um dich herum und Aktion verbraucht weniger Ausdauer. Auf höheren Stufen verbessert sich außerdem dein Angriffsschaden. Kampffokus kann über das Waffen-Favoritenrad ausgerüstet werden. Man merkt definitiv, dass es ein Bethesda-Spiel ist. Die neuen. Alles klar. Gut. Gut, die neuen kann ich nicht mehr deaktivieren. Aber wir haben noch einiges vor uns. Das ist definitiv klar. Einfach nochmal ausprobieren. Gut, das ist die Frage. Sollen wir jetzt direkt rausgehen oder... Ich weiß, ich trödel hier ein bisschen rum, aber ich würde gerne erstmal die Werkstatt finden. Wo ist denn die? Achso, das ist die Werkstatt wahrscheinlich. Stationskarte. Maschinenlabor. Das hier suchen Traumazentrum nach Bellamy's Leiche. Simmons hat in einer E-Mail. Achso, haben wir schon gelesen. Auf Karte. In der Lobby. Wir müssen zurück in die Lobby. Ach, von der Lobby kommt man überall hin. Alles klar. Okay, aber ganz ehrlich. Ich würde sagen. Mann, hallo. Moment, mal da. Da macht mein Hals gerade nicht mit. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen dann jetzt erstmal das hier und dann gehen wir später in die Lobby zurück. Wir können ja später nochmal zurückgehen. Wir versuchen es einfach mal. So, bin ich mal gespannt. Es ist sehr warm. Es ist richtig, richtig warm. Die Terra ist 1 im Kreis dem Mond in etwa 385.000 Kilometern Entfernung zur Erde. Mit einer Länge von 832 Metern ist die Forschungsstation Talos 1 die größte je von Menschen gebaute Einrichtung im Weltraum. Du betrittst Außenbereich. Ich betrete gleich auch noch was anderes, nämlich die Dusche. Okay. Ich weiß schon gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich sag auch gar nicht, wie lange ich vermute, wie viel ich aufnehme, weil das letzte Mal hat ja nicht funktioniert. Da habe ich in der ersten Aufnahmesession gesagt, dass ich 4 Stunden aufgenommen habe. Dabei waren es nur 3. Boah, das ist warm, ey. Es ist richtig warm. Mikrogravitation entdeckt. Alter.
Boah, das wird jetzt ein Spaß. Mikrogravitation. Dein Twinstar-Anzug ist mit einem Antriebssystem ausgerüstet, mit dem du den rauen Bedingungen des Weltraums trotzen und dich darin fortbewegen kannst. Um dich in der Schwerelosigkeit zu manövrieren, benutze WASD oder D für einen Schub und Umschalt, um diesen zu verstärken. Drücke zum Abbrechen Q plus E. Mit Leertaste steigst du nach oben und mit C nach unten. Halte E oder Q gedrückt, um zu rollen. Alter. So ist richtig. Ach du Scheiße. Da unten müssen wir hin. Boah, geil. Cargo Bay. Geil gemacht. Muss ich richtig echt sagen, ist geil gemacht. Aber richtig. Komme ich auch ganz raus? Nee. Nein. Wieder rein. Boah, Alter. Boah, ich glaube, hier wäre Controller um einiges besser. Muss ich, glaube ich, vermute ich mal. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Boah, ey. Was war denn da? Wissenschaftsoperator? Ich fliege extra etwas langsamer. Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, die Musik macht mir gerade ein bisschen Angst. Wir müssen nach da unten, vermute ich mal. Da müssen wir hin. Boah. Okay, und die ganzen Luftschleusen werden angezeigt. Alter Schwede. Boah, wenn die ganzen Navigationen noch weg wären, das wäre mega. Was ist denn da? Werkstatt. Hey, was haben wir denn da? Das ist erstmal näher, gehe ich erstmal da gucken. Oh, Pock. Ja, das, im Weltall zu fliegen ist nicht leicht. Vor allem, wenn C dann auch noch, ducken ist, beziehungsweise runtergehen. Aua. Alles klar, hier sind wir. Looten. So, was haben wir da? Sauerstoffflasche. Nein. Toll, jetzt habe ich Psi verwendet. Egal. Alter, die Steuerung ist echt. Ich habe keine Ahnung, was da gerade stand. Ich muss mich konzentrieren, hier alles aufzunehmen. Alter. Boah. Schwer. So, die Karte. Auch mal bitte alles. L gedrückt halten. Achso. Hier ist Dr. Calvino. Was gibt's? Ich bin krank. Völlig neben mir. Ich glaube nicht, dass ich zu meiner Schicht kommen kann. Okay. Soll ich das Array noch fertig machen? Ich habe haufenweise Glas hergestellt. Array? Weiß nicht. Ich sollte ein Array vorbereiten. Das war ein Missverständnis, ehrlich gesagt. Lassen Sie meine Experimente bitte in Ruhe, solange ich weg bin. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen. Ich hätte mir nicht so viel Arbeit gemacht, wenn Sie nicht... Natürlich. Ich erinnere mich. Machen Sie einfach erstmal... egal.
Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hier spricht, Dr. Calvino. Tja, Sie haben wohl Feierabend. Oder ignorieren mich. Ich wollte nur, ich komme morgen etwas später. Aber bereiten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie sich's aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber ich leite ihn an Sie weiter. Okay, ganz merkwürdig. Ich muss gerade noch ein bisschen von diesem Psi hier. So. So, wir reparieren da mal. Wow. Puff, Tür wieder ganz. Okay, betritt das Strahlen- und Wellenlabor. Maschine, was? Wohin? Okay, ich habe hier... Okay, müssen wieder zurück, weiß gar nicht, wie es aussieht. Ziele. Ja, wir müssen wieder zurück. Okay, wir gucken uns natürlich erstmal ein bisschen um hier. Soweit es eben... Geht. Wow. Wie viel Ersatzteil, Alter? Psi-Hypo. Gut, da kommen wir natürlich nur mit, gut, also man muss zwischendurch mal nochmal wieder zurückkehren. Was war das? Schrotpatronen. Wo waren die anderen jetzt? Die habe ich dahinter geklatscht, okay. Okay, was ist das? Boah, ist voll gruselig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist voll creepy hier. Was haben wir da unten? Ich drück down die Shift-Taste. Was total falsch ist, weil Shift ist nur beschleunigen. Wir müssen wieder zurück zum Labor. Wir gehen mal zu der menschlichen Leiche da hinten. Wow. Au. Oh. Ich habe das nicht gesehen. Hier ist alles so dunkel. Die Frage ist, Shuttle-Dock-Sphäre? Ist echt schon geil gemacht hier.